Hi ho, meine lieben Mitmenschen. Welcome back auf dem Channel der gepflegten Pulp-, Lese- und Spielunterhaltung. Heute geht es um Savage Worlds. Savage Worlds ist ein Universal-Rollenspiel mit verschiedenen Spielwelten. Und die drei interessantesten sind einmal, oder als erstes, Hellfrost. Hellfrost ist ein Fantasy-Setting in kälteren Gefilden. Also wenn ihr Skyrim mit Savage Worlds Regeln spielen wollt, dann solltet ihr euch Hellfrost zulegen. Hier ist die Kontinente oder Spielweltbeschreibung, das Spielerhandbuch und hier haben wir das Kreaturenhandbuch. Also wie gesagt, wer gerne Skyrim mit Savage Worlds als Pen und Paper Rollenspiel spielen möchte, für den ist das hier genau das Richtige. Das zweite Setting ist Babes and Barbarians, das seitens des Spieleverlags Ulysses großspurig für den deutschen Markt angekündigt wurde. Doch leider hat Ulysses die deutsche Rollenspiel-Community geprellt und Babes and Beasts aus dubiosen Gründen nicht veröffentlicht. Sowas nennt man auch gut und gerne ein leeres Versprechen gegeben. Ja, so ist das. Und das dritte Setting, worum es hier heute geht, das ich euch heute hier präsentieren möchte, befindet sich in dieser Kiste hier, in dieser Box. Passt gar nicht hier auf den Bildschirm. Und das gute Stück packen wir jetzt mal aus. Und wie immer habe ich mir schon den Schneidfix zurechtgelegt. Ja, wir können hier beim Öffnen relativ radikal vorgehen, denn wir öffnen ja nur erst einmal die Verpackungsbox. Ich bin schon ganz gespannt auf den Inhalt. So. Ja, vielleicht kann ich den Winkel noch ein bisschen umändern hier. So. Na, er ist einmal gut verpackt. Na, was haben wir denn da? Etwas Zusatzmaterial. Root, Wurzeln. Das Rollenspiel. Talon Hill Quick Start. Sieht aus, als ob man hier ja irgendwelche Cartoon-Tiere spielen kann. Ja, gut. Ist jetzt im Kommen, dass man so eine Tiny Toon-Rollenspiele. Was haben wir hier noch? Zurück zur Box. Zum Unboxing hier. Ah ja. Oh Mensch, dafür muss ich ja aufstehen. Das kriege ich so gar nicht raus. Müssen wir die Box mal aufrecht hinstellen und versuchen, das Ding alles vorsichtig herauszuziehen. Seht euch das an hier.
Also auf jeden Fall gut verpackt. Da kann man nicht meckern. Also schon ganz schön schwer, das Ding, die Box. Das nimmt ja gar kein Ende hier. Nachher bleibt nur noch so eine schmale Box übrig. Nee, hier ist es schon. Flash gone in a box für Savage Worlds. Seht euch das gute Stück an, ihr Freunde. Wie dick das hier ist. Ja, und hat schon seine Kilos. So, und das Ding packen wir jetzt mal aus. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtiger rangehen beim Auspacken. Auf geht's. Very carefully, vorsichtig, wie ein Chirurg. So. So, jetzt haben wir das ganze Ding vom Zellophan befreit. Jetzt sieht das, können wir das also ein bisschen besser sehen, blendet nicht mehr so doll. So, was haben wir hier? Naja, hier haben wir einen kleinen Abrieb. Okay, das kann ich noch retuschieren, damit sie sich besser im Regal macht. Und der Boxendeckel fällt ein klein bisschen ein. Na gut, das kann man noch mal umändern, indem man die Box von innen auspuffert, dann kann man vorsichtig minimal den Boxdeckel wieder nach außen drücken. Da seht euch das an. So, was haben wir da drin? So, was steht denn hier? So, das gibt es nur in Englisch, deswegen habe ich hier die englische Kiste. Ja, gibt es seit 2018 und seitdem wurde das Ding noch nicht ins Deutsch übersetzt. Was haben wir hier? Ich übersetze das mal für euch. Na, ah, jetzt war gerade der Speicher voll. Wo war ich? Ach ja. Ich übersetze das mal für euch. Saver of the Universe. Retter des Universums. Ming der Gnadenlose, ein brutaler und sadistischer Tyrann, herrscht über den rauen Planeten Mongo. Nur Flash Gordon, Dale Arden, Thun der Löwenmensch, Dr. Hans Sarkov und du kannst retten das Universum. Diese Box beinhaltet die aufregende Welt von Flash Gordon.
Königreiche von Mungo, Sourceburg. Ein dreiteiliger Game Master Schirm. Ein doppeltes Action Deck. Eine Postermappe, also eine Posterkarte von Coralia und einer Kriegsrakete. Eine Postermappe von Arboria und einer schnellen Verfolgungsrakete. Die Landkarte von Mungo. Ein Kampfchart. Cliffhanger-Karten. Ready-to-play-Archetypen, also spielbereite, vorgefertigte Archetypen. Bennies und Conviction Chips. Würfel. Lesezeichen, ja genau, die Lesezeichen sind das absolut Wichtigste an der Box. Und Propaganda-Flyers. So. Flippen wir das Ganze mal hier rum und öffnen den Deckel. Und schmatzen hier. Na, es kann sich nur um Stunden handeln. Vielleicht muss ich auch etwas Musik einblenden. So. Fertig. Seht euch erstmal überhaupt mal hier das coole Cover an hier. Nicht schlecht. Hier auf der rechten Seite die Guten. Auf der linken die... Naja. So. Was haben wir denn hier? Ein bisschen verschoben hier. Müssen wir mal schauen. Vorsichtig. Was wir hier denn so haben. Hier haben wir die Würfel. Das sind die Binnies. Also die quasi die Pokerchips. Na raus damit. Ah, hier, die sind eingeschweißt. Ah, die haben hier einen Riss. Okay. Ja, jeder von euch kennt ja wahrscheinlich den Film von Flash Gordon. Ja, welchen Film? Also, der bekannteste ist ja der Film von 1978. Hier haben wir die Binnies. Und Flash Gordon gibt es eigentlich seit Mitte, Anfang der 1930er Jahre. War eine der ersten Comic-Serien oder Comic-Strips in der Zeitung. Ja, Dr. Sarkov. Flash Gordon. Flash Gordon. Dr. Hans. Dr. Hans. Weg mit dem Zellophan. Ah, wen haben wir denn hier? Das könnte die Prinzessin sein. Oder auch Dale Arden, wahrscheinlich die Prinzessin hier. Ja, das sieht aus wie Ming, wie Olle Ming.
Ja, und hier haben wir Dale Arden. Hier haben wir Dale Arden. Könnt ihr das sehen? Oh, hier haben wir noch ein paar aus der Kiste hier. Nee, es sind andere. So. Hier haben wir die Lesezeichen. Unheimlich wichtig für Leute, die vielleicht Gorn-Bücher gerne lesen wollen. Ich hatte damals in den 70er Jahren Actionfiguren, die sahen exakt genauso aus. 4 Stücke von der Serie. Dr. Sarkov mit seinem blauen Oberteil. Flash Gorn entweder im roten oder blauen Oberteil. Ming. Wie hieß er? Vulka? Prinz oder König Vulka? Also der Chef, der Herrscher der Falkenmenschen. Den hatte ich nicht als Actionfigur. Dale Arden. Und Prinz Barin. Wurde damals 1978 von wie hieß er denn hier? Es fällt mir der Name nicht ein. Der Typ, der auch eine Zeit lang James Bond gespielt hat. So, und hier haben wir die Cliffhanger-Cards. So, alle im Design der bekannten Comicvorlage. Herrliche Bilder. Hier haben wir das Action Deck. Man kann auch zum Spielen für Savage Wars ein einfaches Poker Deck nehmen, aber wenn man dann so ein Spielkartendeck hat, was zum Setting passt, umso besser. Genauso wie so rum. Wie auf dem Bild der Box. Herrliche Bilder. Ja, so ein typisches generisches, also ein typisches Pipe-Bild, was man überall findet. Ob hier bei Flash Gordon, Conan oder sonst wem. Der Held klettert irgendwo hoch, irgendein Turm und so was und hat die Prinzessin im Arm. Oder die Jungfrau in Nöten. Damsel in Distress. Hier springt unser halbnackter Held mit der Damsel in Distress auf dem Rücken für irgendwas Tentakelartiges. Ja. Yeah. Hier haben wir irgendeinen Planetenraumer. Ah, und hier haben wir die Falkenmenschen. The Hawkman. Ah, hier ist das Bild. Das ist wahrscheinlich, wo Flash Gordon mit der Rakete, mit dem Raumschiff, in den Palast von Ming fliegt, begleitet von den Falkenmenschen.
Die Szene dürfte Ihnen bekannt sein, der den Film gesehen hat. Ja, das ist jetzt ja kein Raumschiff, sondern ganz normales, ja, besser gesagt ein Boot. Ne? Eine Riesenschildkröte. Oh, irgendein großer, grober Unhold. Herrlich. Ich mag das. Diesen absoluten Retro-Style. Ja, ich denke mal, wer John Carter vom Mars mag, der mag auch Flash Gordon. Olle Ming hier. Ja, und hier nochmal das gleiche Set. Also zweimal das gleiche Set, mit anderen Worten, jedes Bild ist zweimal in diesem Deck drin. Ist ganz gut, da gibt es eigentlich kaum Doppelte, eben wie gesagt nur die beiden Seiten hier und jede Karte ein eigenes Bild, nicht schlecht. So, was haben wir hier? Ah, eine Combat Map. Ja, die Box ist von 2018. Ich habe lange genug gewartet, ob da irgendwie mal ein Lebenszeichen kommt, irgendein Hinweis, ob diese Box ins Deutsche umgesetzt wird. Und ich bin froh, dass ich jetzt noch diese Box hier in Englisch, im englischen Original bekommen habe. Oh, was haben wir denn hier? Also hier haben wir eine Battle Map, ein Deck, eine Mappe mit zwei Decks von irgend so einem Planetenraumschiff. Ja, ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erahnen. Das hier wird der Frachtraum sein. Hier das Cockpit. Und hier haben wir die ganzen Schlafkojen. Ja, hier vorne rechts haben wir wohl den Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsschlafraum. Und hier haben wir noch ein Cargo. Das haben wir eine andere Seite. Das sieht aus wie unter Wasser. Eine Rakete, die ja unter Wasser irgendwo abgestürzt ist. Korallen, ja, na klar, überall alles voll mit Korallen. Wie sollte es anders sein?
Und hier haben wir die schnelle Verfolgungsrakete. Hier haben wir eine Battle Map von Arboria, dem Baum- und Dschungelplaneten. Und hier auf der Rückseite die Verfolgungsrakete. Ja, Savage Worlds ist auch dafür ausgelegt, dass man es mit Miniaturen spielen kann. Jetzt gerade mal in Hinblick Skyrim hier mit Hellfrost. Gibt ja von Skyrim das Skirmish-Tabletop-Spiel. Und von dem kann man gut die Figuren dann für Skyrim nutzen. Wenn man Skyrim mit Savage Worlds und Hellfrost spielen möchte. So, hier haben wir die Propaganda-Flyers, Propaganda-Poster. Na, hier. Karte von Mongo. Na, die hätte ich mir ein bisschen größer gewünscht, denn mindestens doppelt so groß. Ja, hier ist Mingo City. Also wenn ihr immer mal wissen wolltet, wo auf Mongo liegt Mingo City, das ist hier. Hier ist Coralia. Die Lost Land. Palace City. Der unbekannte Ozean. Unbekannte See. Great Mongo Desert. Skyland City. Die Archetypen. Wen haben wir da? Flisk, den Zwerg. Hawkman Rila. Der Erdling, Captain Archie Scott. Ach, ich liebe es, ich liebe es. Lineman Temba. Na, in dem Fall Line Woman Temba. Lizardman. Ja, ne, verschiedene, ganze Menge verschiedener Archetypen, Völker und Rassen hier. Mongonien. Robot. Sharkman. In dem Fall auch wieder Shark Woman. So, und hier haben wir die Bücher.
und den, ja, den Spielleiterschirm. Alles heil. Herrlich, herrlich. Könnt ihr das sehen? Also die Zeichnungen sind herrlich. Alle aus den alten Comics übernommen. Aus den 30er, 40er Jahren. Gab in den 30er Jahren übrigens auch eine Flash Gordon Fernsehserie, die sich wirklich sehr nahe an die Comicvorlage hielt. Und die ist wirklich spannend. Also, wer die Möglichkeit hat, sich die zu sehen oder die zu bekommen, schlag zu. Alex Raymond, der Zeichner von Flash Gordon. So. Sieht aus wie so ein Einführungsabenteuer. Riesenrad. Okay, und hier haben wir den Spielleiterschirm. Hier haben wir die guten. Hier haben wir Mingo City. Hier haben wir die bösen und schlechten. Das Rollenspiel. Ja, wir wollen ja. Eigentlich ist das ja ein Unboxing und kein Flip-through oder Page-through. Aber wir können es ja mal schnell durchflippen hier. Hier ein Poster aus alter Zeit. Na, schön, dass hier darauf eingegangen ist, ja, auf die Geschichte von Flash Gordon. Wer ist überhaupt Flash Gordon? Hier noch mit einem Doppeldecker fliegen sie hier. Auch der Trashfilm aus den 70er Jahren von 1978 hält sich sehr stark an die Vorlage. Ja? Das will ich nur mal so nebenbei erzählen. Und hier haben wir den Prinzen der Falkenmänner. War damals schon recht stattlich und im Film auch. Auch ein typisches, ikonisches Bild, was man auch oft in den Conan-Comics sieht. Eine tanzende Schönheit.
Na, ich war schon ganz erpicht darauf, das Ding jetzt hier auszupacken mit euch. Was haben wir hier? Ein Gong. Herrlich. Herrlich, ich mag die Zeichnung. Ja, zum Spielen braucht er eben das Regelwerk von Savage Worlds. Aber ich denke mal, auch diese Box ist für jeden Flash Gorn-Fan, für jeden Flash Gorn-Sammler interessant, der mit Rollenspiel vielleicht nicht so viel am Hut hat. Ein Schnapper hier, ein Schnapper, da schnappt er zu. Ja. Es gibt a lot of different Schnapper. Was haben wir hier? So eine Affenmännchen oder Urmenschen hier. Ja, auch wieder ein typisches, ikonisches Pulp-Bild. Herrlich. Prinzessin Aura, ja, ist mir der Name doch von glatt nicht eingefallen. Prinzessin Aura. Im 78er Film von Adamuti dargestellt. Solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Also selbst wenn ihr den Film für Schrott haltet, wegen Adamuti, solltet ihr euch den Film auf jeden Fall ansehen. Eine Augenweide, sage ich euch. Ja. Rennt dort in so einem güldenen Bikini herum. Lass mich da sehen, Leute. King Vultan, genau. König der Hawkman. Ming der Gnadenlose. Herrlich. Herrlich. Ich freue mich, dass ich das Ding gekriegt habe. Ich das noch bekommen habe. Fängt langsam an, schwer zu werden, das Ding zu kriegen hier, die Box. Die Königreiche von Mongo. Jetzt muss ich Stopp machen. Der Akku macht schwach. Bis gleich. So, Freunde. Wir müssen ein klein wenig zu Potte kommen. Der Akku war gerade leer. So. Das zweite Buch. Königreiche von Mongo. Ja, diese beiden Spielbücher, Rollenspielbücher gibt es auch
meines Wissens, also ich will jetzt da nichts Falsches sagen, ich glaube beide Bücher zusammen in einem Hardcover-Buch. Herrliche Bilder hier. Ja, die gibt es in einem Hardcover-Buch für das Savage World Rollenspiel. Natürlich dann ohne den ganzen Zusatz, was hier in der Box zu finden ist. Hätte ich natürlich besser gefunden, wenn hier statt diese beiden Paperbacks auch das Hardcover-Buch hier in der Box zu finden gewesen wäre. Ist vielleicht eine interessante Alternative für all diejenigen, die vielleicht Gorn-Fan und Sammler sind jetzt hier an Pulp-Material, die jetzt nicht unbedingt das ganze Zusatzmaterial für das Spiel haben möchten. Na hier, im wahrsten Sinne des Wortes, Unterwasserpferde. Was hat man hier? Ah ja, eine kleine Notiz zur Unterwasseratmung. Regeltechnisch wahrscheinlich. Ja, ich muss sehen, ob ich mir auch noch das Hardcover zusätzlich dazu hole. Macht auf jeden Fall was her. Und mal sehen, ob es noch mit in die Box passt oder ob ich das dann daneben stellen müsste. Also schon allein die Bilder hier in dem absoluten Retro-Style. Herrlich gezeichnet. Ah, die Lizardmen. Oh ja, das könnt ihr jetzt nicht gerade mitkriegen, aber es kommt hier gerade dieser frisch gedruckte Farbgeruch hier mir entgegen. Vielleicht Gorns Abenteuer in Tropica, Part 1. New Gear, Basic Equipment, neue Ausrüstung, okay, Basisausrüstung. Freunde, der Akku macht schon wieder schlapp. Ja,
Das war Flash Gordon, King of Impossible. Ich muss jetzt schnell zum Schluss kommen. König des Unmöglichen und Savior of the Universe, der Retter des Universums. Ich hoffe, dieses kleine Unboxing, dieser kleine Ausflug in die Pulp-Literatur und in die Retro-Science-Fiction hat euch ein klein wenig Spaß gemacht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Also, meine lieben Freunde und Mitmenschen, macht's gut und lasst euch nicht wegschnappen. Ich muss jetzt sehen, wie ich die ganze Show sehe. Wieder einpacken und in die Box kriegen.